deplin un botez. Uzogin, tu nu nu asamble, nu tu nu suen asam, cu nu sa dansam, nu le independam. Leider hat sich der Heinz bei unserer Ziegenjagd verletzt. Er ist mit seinem Zeh hängen geblieben. Und jetzt, oh, guck mich an, wie dick der ist. Aber er jammert nicht. Warum nach der Ziegenjagd, als wir wieder ins Boot wollten? Danach? Ja. Ah, okay. Und jetzt habe ich gerade eine ältere Kokosnuss aufgemacht. Und da drinnen, seht ihr hier das gelbe Ding? Da ist schon der Keim, der dann irgendwann rauswächst. Habe ich noch nie gesehen. Irre. Ja, heute gibt es mal Kokosraspeln mit unserem Rap-Coco. Immer schön da langschaben, so wie wir das gelernt haben. Guckt euch das an, und da gibt es das feinstes Kokosnuss. Birgit bereitet das Gästebuch von Valerie und Irwin vor. Und der Heinz, der ist die Kräuterhexe, der mischt nämlich was? Begebung zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Pflanzen aus dem Garten Eden zum Abschwellen des gebrochenen Zehs. Ah, okay. Muss am Mörsern klein machen, so eine Pampe, weil wir haben keine Pharmazie hier, also gibt es Garten Eden. Aber wir haben ja unsere Schamanin Birgit. Auf der Fahrt nach Kouakaku muss natürlich die Annette hier alles Gepflückte und geschenkt bekommene verarbeiten. Was machst du da? Ich mache ein Pesto. Mit wildem Basilikum. Und wozu isst man das dann? Zu Nudeln oder zu Tomaten oder was man so mag. Ah, das ist ja schön. Also das wackelt jetzt hier so, weil ich so, weil das Boot so schaukelt. Ne? Wie seht, unser Schiff ist reich mit Obst gefüllt. Kouakou. Die Annette wieder im Ausguck, damit wir hier auch nicht auf so einen Riff auflaufen, wie da vorne eins ist. Ein herrliches Motu, aber leider hat sich ja wieder der Spiegel von unserem Dinghy gelöst. Das hatte der Glenn ja schon mal gemacht und ich habe es jetzt vor 2 Wochen gemacht mit Sikaflex. Das hat nicht funktioniert. Jetzt versuche ich es nochmal mit so einem 2-Komponenten-Kleber. Ja, wie heißt das Sprichwort? Reparieren an den schönsten Orten der Welt. 2. Februar, wir liegen vor Kouakou und haben einen herrlichen Sonnenuntergang. Alles neu verklebt. 30 Stunden haben wir es trocknen lassen. Neu aufgepumpt. Unsere Leimi, das Cover wieder schön angezogen. Jetzt hoffen wir mal, dass es weiterhin dicht ist und der Spiegel hinten dran bleibt. Also Spiegel ist das Ding, wo der Motor dran kommt. Das Wetter sieht nicht ganz so schön aus. Es hat aber nicht geregnet in der Nacht. Wir hoffen, dass wir heute Abend zum Barbecue schönes Wetter haben. Erster Landgang auf Kouakou. Hinten liegt einsam die Limelight.
Nee, das haben wir ja letztens gesehen. Die Weißen legen die Eier direkt auf den Stamm und die Schwarzen da. Die haben sich ein Nest gebaut. Alles voll, der ganze Baum. Ein Weißer und ein Brauner. Da habe ich das letzte Mal das Ei gesehen. Und jetzt ist schon wieder so ein großer Vogel daraus geworden. Und da oben in der Astgabel, da liegt ein Ei. Da fragt man sich, wie das funktioniert. Da liegt ein Ei. Der Heinz, der bereitet schon mal das Lagerfeuer vor. Heute werden wir mal sehen, wie man in Niedersachsen Feuer anmacht. Und Sitze baut. Herrlich, 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 herrlich! Da treibt die Birgit so rum. Das sieht gar nicht so gut aus, was da kommt. Da werden wir wohl einen Regenschauer abbekommen. Heute gibt es ein Lagerfeuer auf Ho'uaku. Michael hat schon Palmblätter gebracht. Alle sammeln Holz. Da drüben liegt Limelight. Mutter seelt allein. Kein Mensch weit und breit. Kein anderes Boot. Alles ist vorbereitet. Hier eine super Bank mit Cupholder. Also es ist tippitoppi. Die Kannibalen sind am Werk. Eins ist noch bei der Kartoffel. Michael. Ja, lecker. Bisschen zäh, aber lecker. Komm da über den Bäumen der Vollmond raus. Heute ist nämlich Fullmond-Party. Da kommt der Heinz vom Abwaschen. Ah, 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 ah
Unser Frischwasser geht leider aus, wenn wir zu viert an Bord sind. Deswegen sind wir heute hier am Wasser holen. Damit ich auch mal wieder rasieren kann. Ja, genau, wird auch Zeit. Das ist aus deinem Mund. Und die Damen haben wir natürlich mitgenommen, weil wir kennen das aus Afrika. Die bringen immer das Wasser nach Hause. Ja, auch in Afrika. Die Männer suchen das Wasser, die Frauen bringen es nach Hause. Oh, da sitzen wir jetzt auf unseren Kanistern und warten auf irgendeinen Pickup, der uns mitnimmt wieder runter in den Hafen. Heinz sagt, wie lange warten wir? Eine Stunde. Stunde. Und dann überlegen wir uns was anderes. Aber wir haben Glück gehabt, es nimmt uns jemand mit. Jetzt muss das alles noch in den Tank gefüllt werden. Ah, das ist kein Urlaub. Das ist ja Sklavenarbeit, was du hier gebucht hast. Ich stelle mir vor, es ist weiter rum. Ah, das ist gut. Vollmond. Es war ein wahnsinniger Mondaufgang. Ich hoffe, das kommt hier so richtig rüber. Der Schiffsjunge hat ihn entdeckt. Der Heinz hat ihn als erstes gesehen. Santé. Santé. Bonsoir. Die Ankercrew hat erfolgreich ihre Arbeit getan. Annette, jetzt zeig mir doch mal, was sehen wir denn hier? Das ist Ackermaru. Das ist Ackermaru. Das ist Ackermaru. Sind denn nur zwei Häuser? Ja, da hinten weiter ist noch ein kleiner Ort und eine Kirche. Was ist da hinten? Eine Bergexpedition steht uns bevor. Heute mit Birgit, Heinz, Nora, Hakko, Annette und Michael. Da liegt die Nixi. Das sind die Expeditionsteilnehmer. Da kommen jetzt auch die weiteren Teilnehmer. Jetzt kommen die Fotomodelle. Jetzt kommen die Fotomodelle. Bitte was? Ja. Ja, mach mal Überschlag. Oder soll ich mal einen Zehen schaufeln? Ich kann dir sagen, runtergefallen wie ein dickes Kind auf der Krippe. Ja, wieder mal mein Lieblingsgerät, der Wassermacher. Und der funktionierte plötzlich gar nicht mehr. Und jetzt ist es hier wirklich am Motor. Da muss Wasser eingedrungen sein. Und da ist jetzt diese Kolbenstange irgendwie blockiert. Gucken, ob ich das irgendwie wieder hinkriege. Aber das Problem
war ja hier die Laufbuchse, das war total festgegammelt. Und jetzt sind wir hier auf der Anixi. Jawohl. Der Hakko, der hat nämlich die speziellen Werkzeuge dazu. Ja. Eine Abziehverrichtung. Und jetzt ziehen wir das ab. Ah, guckt mal, wie das flutscht. Ja, zack. Perfekt. Jetzt wird das alles ein bisschen gereinigt und anschließend wieder eingebaut und funktioniert. Und da unten, da ist heiße Navigationsdiskussionen. Jetzt werdet ihr gleich den Monsterfisch der Anixi sehen. Ah, da ist er. Seht ihr den? Der Wart. Alles auseinandergebaut. Jetzt bin ich auch hier an die Ölschraube dran gekommen. Das Öl sieht super aus. Das fülle ich jetzt noch ein ganz bisschen nach. Dann montiere ich alles und dann läuft das Ding hoffentlich wieder wie neu. Aber so ist halt hier die Werkbank. Hallo und er produziert Wasser. Hervorragend. Die Ankercrew macht sich bereit. Jetzt neuerdings hier ein Zwei-Mann-Team. Als erstes kommt der Hahneboot raus. So, den haben wir schon mal. Und dann verlassen wir hier Akamaru. Dann wird die Ankerkastenklappe geöffnet und schön befestigt. Und was ihr jetzt da seht, das ist unsere Ankerwinch. Nach vorne. Anker auf! Schon rumpelt er los. Nach getaner Arbeit kommt die Ankercrew wieder zurück ins Cockpit. Obwohl wir ja gleich noch einen brauchen, der Auskuck geht. Klar zum Setzen der Genua. Heiß auf! Weiter ziehen. Wenn du kannst. Okay, belegen. Ja, genau. Jawohl. Kräftig, weiter. Kräftig. Sehr gut. Gut so. Heute haben wir sogar zwei im Ausguck. Wie ist die Lage? Keine Bojen mehr. Alle unter Wasser. Das habt ihr hervorragend gemacht. Schön. Bist du der Meinung? Sehr gut. Ja, wir sind nicht irgendwo hängen geblieben oder aufgelaufen. Bis jetzt. Genau. Ja, also das Flach da vorne. Vielleicht doch ums Flach rum, ne? Wir sind zwei. Genau so. Und dort findet ihr unsere Webseite. Wir freuen uns auf Kommentare, sowohl auf YouTube wie auch auf unserer Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen oben, abonniert unseren Kanal. Über jeden Zuschauer freuen wir uns.
raus, Bojen! Mehrere Bojen! Es ist ein Angabia in Rigitea Klappe 3. Sonntag.